Ja, jetzt ist sauber. Hallihallo und herzlich willkommen zu Vlog 2. Zusammen mit WW habe ich jetzt beschlossen, die nächsten 4 Monate euch ein bisschen mitzunehmen auf meiner Reise zum Uhu. In meinem 2. Vlog heute will ich ein bisschen erzählen, wie es mit der Aktivität so war im August. Und das zeige ich euch heute bei Vlog 02 mit Pop. Im August habe ich mir vor allem vorgenommen, viel Sport zu machen. Ich habe das August Attack genannt. Das ist so ein bisschen so ein Community-Ding geworden. Mir fällt Sport viel, viel einfacher, wenn ich es ein bisschen accountable mache. Ich gebe mir extern einen kleinen Tritt, um den Schweinehund zu überwinden. Und deswegen habe ich es ganz öffentlich gemacht im Internet. Und habe zusammen mit 2000 Leuten ein paar Regeln aufgestellt. Vor allem jeden Tag Sport. Ein bisschen variieren. Mal weniger, mal schwimmen, mal laufen, mal nur gehen. Aber jeden Tag im August habe ich mir fest vorgenommen, wirklich mich zu bewegen und irgendwie klein sportlich zu aktivieren. Und mir fällt es leichter in der Gruppe. Ich habe tatsächlich auch jeden Sonntag einen olympischen Triathlon gemacht. 1,5 Kilometer schwimmen, kleine Pause und umziehen, 40 Kilometer Fahrrad fahren, 10 Kilometer laufen. Das habe ich jeden Sonntag gemacht. Aber auch du da draußen kannst einfach kleine Sachen bei dir zu Hause machen. Du kannst ins Schwimmbad gehen, du kannst ein bisschen joggen gehen. Wird deinen Tag besser machen. Dann habe ich sonst auch noch ein paar andere Sportarten gemacht. Deswegen sage ich jetzt einmal ganz kurz, wie viel ich in dem Monat Fahrrad gefahren bin, wie viel ich schwimmen gegangen bin und wie viel ich laufen gegangen bin. Als erstes möchte ich ein bisschen über Fahrradfahren reden. Fahrradmäßig bin ich im August 538 Kilometer Fahrrad gefahren. Ich fahre super gerne Rennrad. Gerne mal allein, gerne aber auch in der Gruppe, weil in der Gruppe macht es mir mehr Spaß. Wir haben hier einen Fahrradweg, wo man dann auch sich gut unterhalten kann und wo man gemeinsam im Sonnenuntergang ein bisschen Fahrrad fahren kann. Ja, das ist durchaus viel. Es war ein guter Monat für mich sportmäßig, aber ich habe mir eben auch fest vorgenommen, im August wirklich täglich Sport zu machen. Und einer der 3 Sportarten, die ich dann gemacht habe, war eben Fahrradfahren. Und ich habe auch ein paar längere Touren gemacht. Und radmäßig bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was ich im August gemacht habe. Als zweites bin ich viel laufen gegangen. Ich habe versucht, ein Läufer zu werden und bin immerhin 109 Kilometer gelaufen im August. Das ist für mich ziemlich viel, liegt vor allem daran, dass ich sehr viele 10.000 Meter, also 10 Kilometer Läufe gemacht habe, vor allem jeden Sonntag, und dann eben auch mittwochs nochmal Run Club gemacht habe. Run Club ist was, was ich irgendwann angefangen habe, ein paar Leute einzuladen. Da treffen wir uns bei mir im Büro im Pari Clubhouse in Newport Beach, Mittwochabends um 18 Uhr. Und für mich ist es total geil, weil auch das mir einen kleinen Schubser gibt. Manchmal habe ich mittwochs überhaupt keine Lust zu laufen, aber da stehen halt 10 Leute, 12 Leute, manchmal sogar 40 Leute. Und dann muss man laufen gehen und dann in der Gruppe fangen wir eigentlich meist an und ich sage, heute laufe ich nur 5 Kilometer, dann laufe ich aber doch 5 Kilometer in eine Richtung und laufe dann wieder zurück und man stachelt sich so ein bisschen an und deswegen steht da eine echt beeindruckende, finde ich zumindest, Zahl, mit der ich ultra zufrieden bin, gerade im Laufen. Finde ich das mega geil und das Laufen ist für mich auch eins der Sportarten, die total easy sind, weil man, egal wo man ist, einfach nur die Laufschuhe einpackt, wenn man reist, wenn man beruflich irgendwo unterwegs ist oder auch privat im Urlaub ist. Laufen ist das, was die einfachste zu realisierende Sportart ist und vor allem sieht man ganz schön von der Stadt, wenn man irgendwo ist und vielleicht trifft man ja auch 1, 2 Leute, poste mal auf Insta, komm, wir gehen morgen laufen um 8 Uhr, da kommen ganz schön viele Leute mit und das hat mir sehr großen Spaß gemacht im August. Als drittes und letztes habe ich noch das Schwimmen dabei. Und auch dort bin ich immerhin 11 Kilometer, also 11.213 Meter geschwommen. Was für mich sehr, sehr viel ist und was für mich auch ein echt zufriedenstellendes Ergebnis ist. Und das mache ich vor allem morgens. Mir ist es sehr einfach gefallen, morgens eine halbe Stunde ins Wasser zu gehen. Ich kann ganz gut kraulen, okay kraulen. Habe ich auch eine Brille, die Bahnen mitzählt. 66 sind es an der Zahl für 1,5 Kilometer. Schwimmen ist wirklich für mich eigentlich mit die beste Sportart, weil ich da am meisten Fett verbrenne. Und das ist der Grund, warum ich auch im August wirklich erheblich abgenommen habe. Knapp 10 Kilo. Mit dem ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Und auch drumherum hat der Sport und das Draußensein und das Gemeinsammachen meinem Wohlbefinden sehr, sehr, sehr gut getan. Mir geht's besser. Zu guter Letzt will ich dir noch mitteilen, dass ich tatsächlich auch neue Sportarten ausprobiert habe. Ich war Boxen, ich war Federball spielen und ich war am Strand Beachvolleyball spielen. Alle 3 Sachen haben mir total Bock gebracht und es lohnt sich, neue Sachen auszuprobieren. Deswegen ermuntere ich dich hiermit. Geh mal irgendwo hin,
Auch in der Gruppe macht es immer Spaß, andere Sachen auszuprobieren. Man ist besser, als man denkt, und vor allem in meinem Kopf war es die ganze Zeit, dass ich irgendwie mich nicht traue und überwinde. Und ich muss mich da auch überwinden, aber es hat sich gelohnt. Und so genau gucken die gar nicht hin beim Boxen, beim Boxtraining. Es hat richtig Bock gebracht, meine neue Sache, die ich noch nie gemacht habe, auszuprobieren. Das kannst du auch. Nimm's dir fest vor, verabrede dich mit Freunden. Ein bisschen Commitment und Accountability. Vielleicht sagst du deinen Freunden und Familien, ich nehme mir jetzt vor, jeden Tag 10 Minuten Sport zu machen. Und wenn du es nicht machst, dürfen die dir auch ein bisschen dich dahin schubsen und dich ein bisschen überreden. Ich hatte mindestens 10 Tage, wo meine Frau mir gesagt hat, Paul, du musst noch laufen gehen. Und dann bin ich abends nochmal eine halbe Stunde laufen gegangen. Das kannst du auch, egal wo du wohnst und egal wo du bist. Mir hat es sehr, sehr gut getan, deswegen rate ich dir, mach das auch. Und wir sehen uns wieder beim Vlog 03. Da geht es dann um Schlafen im September. Tschüss. Thank you.